Hallo zusammen, salve a tutti. Freitagabend, 14. Mai und wir haben 18.01 Uhr und hier kommt der DAX. Heute beginne ich diesen Clip einmal mit einem weltberühmten Zitat aus einem Hollywood-Film. Also ich glaube, die meisten von euch kennen das. Mal gucken. Doppelpunkt, Anführungszeichen unten. Klitschiges, kleines Scheißerchen. Na, wer weiß es. Ich bin mir ganz sicher, dass die Frauen das wissen, was das ist. Und ich beginne das mit einem halben Chart. Und zwar zeige ich noch nicht alles. Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Ich habe am am Donnerstagmorgen habe ich einfach mal diesen Trendkanal gezeichnet. Ich habe auch einen Block gezeigt, im Chat. Zack. Der ging aber auf den Punkt drauf. Das war ja unglaublich. Ich habe tatsächlich damit gerechnet. Hier war das Xetra tief bei 14.845. Ich habe eigentlich drauf gewartet, dass da irgendwelche Stops kommen, die das Ding ganz schnell mal hier runter irgendwie auf eine 14.700, 14.57 bringen. Da kam aber nichts. Der hat eine halbe Stunde lang rumgehandelt. Da kam nichts. Auf einmal ging das Ding hoch. Ich habe gedacht, na gut, dann ist das so eine Art Doppelboden. Weil wir gingen ja hier runter auf Xetra 14.816. Und dann macht er heute das und geht genau wieder an die obere Trendkante. Das hätte ich hier in dem Bereich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, klitschiges, kleines Scheißerchen. Wir handeln jetzt oberhalb der 20-Tage-Linie, oberhalb der 10-Tage-Linie. Also das, was man hier praktisch alles gesagt hat, okay, das war es erstmal, auf einmal holt er sich alles zurück. Sensationell. Wir haben diesen Bereich hier, anders kann ich es nicht nennen, wir haben diesen Bereich hier, das ist das obere Band, zusammen mit dem All-Time-High, hier bei 15.504, das ist der einzige echte Widerstand, außer diesem Kanal. Heute, hier und jetzt, also am Freitagabend, muss ich ehrlich sagen, vermag ich nicht zu sagen, ob wir da jetzt drüber springen, weil ich bin mir sicher, das hat einige auf dem falschen Fuß erwischt, ja, bin ich mir ganz sicher. Zumal hier unten das Sentiment, komm her, das ist jetzt abends auch wieder im Extrembereich. Alles short. Zu schnell, zu viel, zu hoch gestiegen, müssen wir mal short gehen. Das ist falsch. Also ich gucke da nach wie vor drauf, auch wenn das heute mal ein bisschen hin und her gesprungen ist. Wir sind von der Technik her über einen Oszillator grundsätzlich neutral. Dass der jetzt hier dreht, das nehme ich zur Kenntnis, aber daraus leite ich nichts ab. Aber wir werden schon wieder positiv, sowohl über die traditionelle als auch über die moderne Sichtweise im MACD. Also der hat nach wie vor die Chancen. Den Mittwochsfilm habe ich überschrieben mit "Der Markt macht spannend" und das tut er immer noch. Ich selbst gebe zu, ich habe fast keine Position, das sind nur so Kleinigkeiten, das ist jetzt so ein bisschen Nähl, weil die haben jetzt doch ordentlich verloren und das ist Tat, da rechne ich auch wieder mit mir. Aber ich denke, der hat jetzt sogar eine leicht bessere Chance, immer noch das neue ein neues All-Time-High zu sehen. Er hat sie. Da beißt die Maus keinen Faden ab. So wie der sich hier erholt hat, das sind 600 Punkte, das ist schon ordentlich. Wir handeln im Moment bei 15.400 exakt da dran. Tja, also ich tue mich hier ein bisschen schwer, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe auch leider keine Glaskugel. Im Moment weiß ich es nicht, ob er drüber geht oder nicht. Gebe ich ganz offen zu. Ich habe folgenden Call rausgesucht. Und nachdem ich diese Schwankungen jetzt hier sehe, muss der ein bisschen weiter weglegen. Und es ist dieser hier, ein 14.765er. Ich runde mal lieber 14.766. Das ist ein Open-End-Schein. Mit der GH3XYH. 14.765 sind wir da. Ich lasse diesen Trendkanal, den lasse ich jetzt auf jeden Fall mal drin. Da darf ich mal schauen, ob der da nochmal irgendwie eine Rolle spielt. Aber er hat es gemacht. Das sind 5 Berührungspunkte. Das ist viel. Also der hat locker die Chance, ich weiß auch, bei den Elliott-Wellen hat er locker die Chance, drüber zu gehen, aber da muss er es auch mal machen. Aber wenn der jetzt hier drüber geht, dann hört er bei 15.600 nicht auf. Dann muss man einfach mit ein bisschen mehr rechnen. Gehen wir mal zum Short. Deswegen, den Short möchte ich auch gern ein bisschen höher setzen. Selbst das ist mir, 16.059, das ist mir zu wenig. Vorsichtshalber gehe ich hier mal auf den 20er-Hebel runter, das ist ja auch nicht wenig. Und damit komme ich schon eher hin. Hier, 16.174. Auch ein Open-End-Schein mit der GH2SJU. Da möchte ich jetzt aber erstmal Montag bis 10 Uhr abwarten, wie der sich da verhält. Ich finde, er handelt wirr. Und dieser Kampf zwischen Bullen und Bären, der ist erstaunlich. Das habe ich also so schon lange nicht mehr erlebt.
Da bin ich mal wirklich gespannt, wie das weitergeht. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.